So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock. Ja, ich hab mal richtig Bock auf die Reihe und hab mir gedacht, warum nicht? Viele von meinen Zuschauern kennen das Spiel noch nicht. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, Sie hatten recht. Would you kind? Wärst du so freundlich? Bioshock. Ja, im Stream haben wir, wie gesagt, Bioshock Infinite gespielt, den dritten Teil. Ist natürlich auch nur, ja, wirklich halt auch nur der dritte Teil. Von daher, schwierig. Und deswegen, ja, wir sitzen im Flugzeug. Und scheinen im Flugzeug abgestürzt zu sein. Sieht uns fast die Birne rasiert. Oben geht's gut ab. Ich habe mir den Timer jetzt mal gestellt. Jo. Gut, ist zwar die Remastered Edition, Grafikstufen so hoch es geht natürlich. Und es sieht immer noch sehr geil aus. Ich habe jetzt mal ein anderes Mikrofon genommen. Die Flammen weisen uns den Weg, also gibt es auch nichts. Ich habe auch schon mal versucht, so weit es geht, halt weg zu schwimmen, aber es geht halt nicht. Wir müssen in diesen Leuchtturm. Ja. Aus dem kühlen Nass, das ist ja echt grausam. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich, Andrew Ryan? Diese Tür öffnet sich nie wieder. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Okay. Wir können also springen. Supi. Ja, scheinbar müssen wir in diese Tauchglocke. Also wie gesagt, ich kenne das Spiel schon. Natürlich, ich habe es einmal durchgespielt, aber auch nur einmal. Und auch diverse Let's Plays dazu gesehen. Hat immer noch coole Sachen, muss man sagen. Fire at your fingertips. Incinate Plasmid by Ryan Industries. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Das ist Rapture. Der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Mhm. Eine Stadt tief unten im Meeresgrund. Ob das gut geht? Also schon eine richtig geile Location. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein.
Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommt. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Willkommen in Rapture. Plasmid abfeuern, Waffe abfeuern, Plasmid wechseln, Waffe wechseln, halten, um Auswahl zu aktivieren. Okay. Gut, ich spiele mit dem Xbox-Controller, kann aber auch ab und zu mal mit der Maus umswitchen, hoffe ich zumindest. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Nee, kann ich nicht, okay. Schade. Ich dachte, na gut, passt schon. Ich habe schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Noch mit dem anderen Mikrofon, mit ein paar anderen Einstellungen, die nicht ganz so extrem sind. Da bin ich mal gespannt. Okay. Glaube, hier ist irgendwas falsch gelaufen. Weiblicher Splicer. Versuch dich gerade hier einzudringen. Ich will nicht. Ich bin lieb. Fräulein. Schrei der Enttäuschung. Kam die nicht durch? Ich will da nicht raus. Wärst du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Was? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast. Aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Okay. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Habe ich denn eine andere Wahl? Wir sind nicht dein Eigentum. Lass es enden. Lass uns emporsteigen. Ryan besitzt uns nicht. Rapture ist tot. Achtung, jegliche Nutzung von Tauchkugeln ist jetzt strikt verboten. Aha, gleich mal gegen das Gesetz verstoßen. So, wir können auch nur hier lang. Ich würde sagen, Kassel, Kassel, Kassel. Schade. Auf unserer Seite? Finde ich super. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Drücke Y zum Dann Springen. Yay. Eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, diese Strecksgesindel. Ja, wir haben unsere erste Waffe, die Rohrzange. Super. Aber... Ja, das fängt ja schon mal gut an. So, herzlich willkommen in Rapture zu Bioshock 1. Oh, halt. Plasmide. Der hört sich so ein bisschen an wie Milhouse. Gut. Ist natürlich die schlauste Idee, sich erstmal Drogen reinzupfeifen. Oh. Das sind also unsere Hände. Bleib ruhig. Der genetische Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Das ist doch
Hörst du das? Dazu Tampa und Wesley. Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Okay, das ist ja mal ein herzlicher, eine herzliche Begrüßung. Wir sind doch nur zu Gast, was ist hier los? Jo, Rapture, eine Stadt unter Wasser, wo es keine Moral, nix gibt, keine Grenzen. Du hast proportional zu große Füße, Mädchen. Okay. Och man, dieser eine Splicer, der hat auch eine ganz bekannte Stimme aus Family Guy. Junge, ich vergesse den Namen immer. Das Miet ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Okay. Ja. Drücke LT, um Plasmid zu benutzen. Okay, gut. Mit der Steuerung so ein bisschen vertraut gemacht. Supi. Ich will aber nochmal nach oben und gucken, was abgeht. Wir haben jetzt also eine Hand, wo wir Blitze schießen können. Ansonsten gibt es hier nichts, ne? Nein? Okay. Ich hoffe, die Aufnahmen sind nicht zu dunkel, weil ich Shadowplay benutze. Einfach, weil es angenehmer ist und man da nicht noch ein... und da hier der ganze Rechner und die Grafikkarte nicht noch ein zweites Display rendern muss, sozusagen. Ups. Ich glaube, das war unser Flugzeug. Naja, wir müssen hier durch. Sollten uns aber beeilen. Ich glaube nicht. Alter, das Flugzeug macht aber ganz schön Aua. Ich will hier schnell raus. Ich habe keine Lust, hier jetzt schon zu ertrinken. Das sind sozusagen hier, das sind Vita Chambers. Wenn ich mich recht entsinne, werden wir sterben, wenn wir hier irgendwie wiederbelebt. Am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Was? Pussycat? Habe ich das richtig gelesen? Irgendwie stand da irgendwas von Pussycat. Wir können ja natürlich uns alles reinpfeifen, wie im anderen Bioshock auch. Zigaretten, Rauchen. Durch das Rauchen Gesundheit verloren, aber Eve gewonnen. Hier ist noch eine Spritze. Eine Leiche. Wir können hier Leichen fleddern. Was steht da? Rapture ist tot. Habe ich hier nicht irgendwas von Pussycat gelesen? Luftschleuse aktiv. Kartoffelchips. Die Chips haben dir einen Gesundheitsschub verpasst. Super lecker. Gut. Super. Yo. Ich glaube, wir sollten keinen Aufzug benutzen. Ich bin jetzt nicht gerade der Schnellste, weil ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen muss. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, jo, entweder ich habe, wie gesagt, eigentlich voll Bock auf Bioshock gehabt. Und habe ich so, warum nicht? Arcadia Merlot. Wir haben uns also Alkohol reingepfiffen. Ich will das jetzt wissen. Hier stand doch eben irgendwas von Pussycat. Oder habe ich mich da verlesen? War das ein Hirngespinst? Luftschleuse aktiv. Airlock active. Vielleicht war das auch an diesem einen Splicer. Keine Ahnung. Naja gut, dann muss ich das einmal so sein lassen. Rapture Radio. Oxford. Klappzigaretten. Aha. Das ist alles ziemlich simpel gehalten. Hat einen alten, schönen Charme, muss ich sagen. Gefällt mir. Hier lebt doch noch einer. Wir bitten, den Staub zu entschuldigen.
Das hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Na gut, müssen wir halt hier durch. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts Wichtiges vergessen. Handel, Unabhängigkeit, Kreativität. Die Spleißer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Och, der arme Atlas. Weiß nicht, normalerweise bin ich ja voll der Typ, der ganz gerne hilft. Verbandskasten. Oh, ein Gedenk in liebender Erinnerung. Peppriegel. Lecker. Man muss jetzt mal ganz ruhig anschleichen. So geil. Hat die da gerade eine Pistole wie ein Baby behandelt? Na gut. Dann will ich mal nicht so sein. Raptor Maskenball. Happy New Year 1959. Jetzt wissen wir auch, was für ein Jahr das spielen soll. Old Tom Whisky und Alkohol ist ja natürlich klar. Ich versuche hier natürlich so viel mitzunehmen, wie es geht. Aber halt auch nur, wenn möglich. Oh, ich will so ein Partyhut aufsetzen. Zum letzten Mal, ich warne dich. Aber ich hab doch nichts gemacht. Gibt's hier nicht irgendwo noch so ein... Sieben, okay. Geld, Verbandskasten, supi-dupi. Ja, ich würde mal sagen, das Klo sah auch schon mal... sah auch schon mal besser aus. Okay, ich glaube, das sind irgendwelche Erinnerungen, die ich habe. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Okay. Tja, ich würde mal sagen, hier ist irgendwas vorgefallen. Ich glaube auch nicht, dass die... Charlie! Wo gehst du hin? So, ich versuche gerade zu wechseln. Aber irgendwie, ja gut, wenn ich keine Verbandskasten... Oh,
Warum habe ich denn jetzt schon Munitionsmangel? Wenn du eins Bleißer am Wasser siehst, verpasst ihm eins mit dem Elektrobolt. Hat da gerade was Aua gemacht? Ja, blöd gelaufen, ne? Gut, Spicer, sozusagen Zombies, einfach truff, die Sau. So, ich will mal kurz in der Steuerung was schauen. Nee, irgendwie schade. Steuerung ansehen. Munition wechseln, nachladen, Verbandskasten benutzen, springen, interagieren. Plasmid wechseln. Okay, ich kann aber nicht... Ah, ich verstehe. Oh, wieder mal Silvester. Macht er automatisch, okay. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Du sitzt denn hier fest aus fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock. Das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. So, ich habe jetzt zwei Zigaretten geraucht, um ein bisschen Eve zu bekommen. Ja, der Alkohol war auch nicht so geil. Ja, super. Pistolenkugeln, Pepriegel, njam, 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 super. Gut, hier war ich, ne? Ja, war ich schon. Da habe ich alles aufgesammelt. Nochmal genau nachgucken. Registrierkasse, super. Gut, ich würde sagen, hier ist eine Party ganz bös daneben gelaufen. So, ich habe jetzt einen Verband genommen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. No! Wo kommen die dann überhaupt alle her? Mensch, ein Skinner. Normalerweise wollte ich ja ein bisschen länger Dingsbums aufnehmen, aber ich mache das jetzt mal folgendes. Ich gucke mir selbst mal die erste Aufnahme mal ein bisschen an und guck mal, wie sich das mit dem Mikrofon alles anhört und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, das läuft soweit. Ich werde jetzt ein bisschen aufnehmen und dann mal gucken, was ich mache. Schneid mir das dann später zurecht. Bis dahin, macht's gut. Und ja, in den Kommentaren kann auch ein bisschen aktiv sein, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Lust auf das Let's Play habt, super. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Ich habe jetzt Bock auf das Spiel. Und wenn ich halt nach ein paar Parts merke, okay, das kommt bei euch gar nicht an, ihr habt keinen Bock darauf, dann okay. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann spiele ich das halt für mich und suche was anderes. Aber ich finde, Bioshock hat's verdient. Ist ein, ja, für mich schon einer der etwas neueren Klassiker. Also bis dahin, macht's gut, bis dann, ciao.